Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Eine Stadt wittert ihre Chance, titelte vor wenigen Tagen erst die Süddeutsche Zeitung und beschrieb dann eine bemerkenswerte Aufbruchstimmung in Cuxhaven. Lange habe es für diese niedersächsische Stadt an der Nordsee nicht gut ausgesehen. Die Fischindustrie darbte, die Bundeswehr zog ab, die Jungen, sie gingen weg. Doch nun lägen dort im Industriegebiet Turbinengehäuse für Windkraftanlagen, 80 Meter lange Rotorblätter, gestapelt wie Bretter in einer Surfschule. Das sei die Basis für eine bessere Zukunft. Wir stellen die Stadt gerade neu auf. Das Gesicht von Cuxhaven wird sich verändern, so sagte das der Oberbürgermeister. Dazu gehörten dann auch mehr Wohnraum, mehr Kindergartenplätze, Investitionen in die Grundschulen, größeres Kulturangebot. Natürlich. Der Norden hat einen Standortvorteil in der Energiewende, kann ihn ausspielen und Sie kennen auch alle diese Schlagzeilen. Alle 3 Minuten stirbt eine Firma. Pleitealarm in Deutschland. Das war die Bild. Aber ist da nicht doch eine ganz andere Denke möglich? Optimistischer, zukunftsweisender. Gründungsalarm in Deutschland. Alle 44 Sekunden wird eine Firma gegründet. Das setzte der Klimaaktivist und CDU-Politiker Heinrich Strößenreuther der Bildschlagzeile auf der Plattform X, ehemals Twitter, entgegen. Er berief sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach sind 2023 insgesamt mehr Betriebe gegründet als aufgegeben worden. Nur, damit die Menschheit nicht in eine existenzielle, ökologische, auch soziale Krise gerät, braucht es ein klimafreundliches, ökonomisches Update. Damit umweltfreundliche Technologien, Dienstleistungen und so fort neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen in einer grundsätzlich ergrünten Wirtschaft. Entscheidende Frage, wie lässt sich das hinbekommen? Wer kann dafür was tun, meine Damen und Herren? Das klären wir hier und jetzt. Wir versuchen es zumindest. Herzlich willkommen in der Reihe Green Cities 2035. Unser Thema heute, lokale Wirtschaft neu denken, Unternehmen und Kommunen auf Klimakurs. Toll, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Hannah Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Klima- und Wirtschaftspolitik auf Bundesebene, beobachte das alles aus Berlin und begleite Sie heute durch die nächsten 1,5 Stunden. Jeremy Rifkin, US-amerikanischer Ökonom, Gesellschaftskritiker, Publizist, hat in seinem Buch Der globale Green New Deal, warum die fossilbefeuerte Zivilisation um 2028 kollabiert und ein kühner ökonomischer Plan das Leben auf der Erde retten kann, die Kommunen als treibende Kraft identifiziert. Das kam 2021 heraus, dieses Buch. Wie lässt sich die lokale Wirtschaft für die Zukunft wirklich ausrichten? Was ist Erfolgversprechen? Wir sammeln heute Ideen und das wiederum war die Idee von unseren beiden Gastgeberinnen. Die muss ich Ihnen unbedingt kurz vorstellen. Die stehen nämlich hinter der gesamten Reihe Green Cities 2035. Wir machen das einfach wunderbar. Die finden vorausschauende Themen, laden immer tolle, interessante, vortragende Diskutanten und Diskutantinnen ein. Auch für heute wieder unsere Gastgeberinnen. Das sind Sabine Drews, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und Ulrike Wolf, zuständig für Fortbildung und Wissensvermittlung beim Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU, auch in Berlin. Wie schön, dass Sie beide da sind und wie schön, dass wir alle hier zusammenkommen können. Danke, das sage ich jetzt schon mal. Und Sabine Drews, man würde sich doch gerne so eine blühende, grüne Wirtschaftsnation vorstellen. Aber was können Kommunen und Unternehmen wirklich vor Ort da leisten? Braucht es nicht eher so eine milliardenschwere Investition auf Bundesebene? Ja, herzlich willkommen auch von mir, von Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung, zur 10. und letzten Veranstaltung in der Reihe Green Cities 2035. Ja, kommunale Wirtschaftsförderung ist vielleicht nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man Green Cities hört. Wirtschaftsförderung wurde ja in der Vergangenheit oft mit Ansiedlungspolitik, mit reinem Standortmarketing verbunden. Man wollte potente Gewerbesteuerzahler anlocken. Das will man auch immer noch, ist ja auch ein legitimes Interesse von Kommunen. Aber mehr oder weniger egal, was sie produzieren. Jetzt aber leben wir in einer Zeit, wo es darauf ankommt, den Umbau unserer Wirtschaft hin zu Klimaneutralität und Ressourceneffizienz nicht länger hinauszuzögern. Das ist eine Überlebensfrage der Menschheit geworden, die sich auf einzelne Orte ganz konkret auswirkt und auch noch weiter auswirken wird. Die Frage ist, wie können wir leben, ohne unsere Lebensgrundlagen zu zerstören? Die Kernfrage des Nachhaltigkeitsgedankens.
Und das kommt dann eben halt auch bei der kommunalen Wirtschaftsförderung an. Ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig darauf, zu erfahren von unseren ReferentInnen und von Ihnen als Teilnehmenden auch mehr, was Kommunen tatsächlich dazu beitragen können, denn das ist ja offensichtlich sehr heterogen und freue mich sehr auf die Veranstaltung. Vielen Dank. Ja, einfach ein paar Solarzellen auf das Dach der Betriebe zu dübeln, das wird nicht ausreichen. Da braucht es Leute, die den Umbau auch vordenken. Ulrike Wolf, was kann die Wirtschaftsförderung da leisten? Ja, zuallererst auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über das große Interesse an diesem Thema. Was die Wirtschaftsförderung leisten kann. Man kommt nicht um sie drumherum, wenn man über lokale Wirtschaft spricht und mit Unternehmen was bewegen möchte. Die Wirtschaftsförderung ist die Schnittstelle in die Kommune. Die Wirtschaftsförderung hat das lokale Wissen vor Ort. Sie ist Netzknoten, sie ist Intermediär, sie ist Übersetzer. Und auch da hat ein Bewusstseinswandel schon längst stattgefunden, auch gerade aufgrund anderer oder geänderter Anforderungen von außen, Green Deal und dergleichen. Das heißt, sie haben vielfältige Kontakte zu unterschiedlichen Akteuren und können wesentlich dazu beitragen, was voranzubringen vor Ort. Vielen Dank, Ulrike Wolf, Sabine Drewes, Dankeschön. Für die Hoffnung, dass Wachstum bei gleichzeitig sinkendem CO2-Ausstoß möglich ist, seien auf regionaler Ebene bislang kaum Indizien zu finden. Das ist das nicht so recht zufriedenstellende Fazit einer Bertelsmann-Studie aus dem März. Längst, meine Damen und Herren, geht es für Kommunen, die sich für die Zukunft aufstellen wollen, nicht mehr nur darum, Unternehmen zu finden und sie um jeden Preis anzusiedeln, haben wir gerade gehört. Aber was heißt das genau? Wie kommen Kommunen und Wirtschaft dazu auch ins Gespräch? Und welche Rolle hat da die Wirtschaftsförderung? Diese Frage hat so wie gut wie kaum jemand anderes Wissenschaftlerin Sandra Wagner-Endres im Blick. Sie, studierte Landschaftsplanerin, forscht dazu am Deutschen Institut für Urbanistik. Sie beschäftigt sich unter anderem damit, wie Gewerbestandorte ressourceneffizienter und klimaangepasster werden und sich die Gemeinwohlökonomie oder die Kreislaufwirtschaft in Kommunen voranbringen lassen. Sie hat sich damit einen Ruf erarbeitet, sitzt zum Beispiel auch in der Fachkommission Wirtschaftsförderung des Deutschen Städtetags. Unternehmen und Kommunen auf Klimakurs. Was ist dafür zu tun? Sandra Wagner-Endres, schön, Sie zu sehen. Und das ist jetzt Ihr Impuls, Ihr Screen. Bitteschön. Vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier zu sein und möchte gleich starten und meine Präsentation teilen. Und Sie mitnehmen auf das Thema Wirtschaft neu denken und mit Ihnen auf drei verschiedenen Ebenen mal schauen, was es denn bedeutet, für kommunale Wirtschaftsförderung im Kontext von Klimaschutz und Green Cities unterwegs zu sein. Als erstes will ich mit Ihnen mal die Flughöhe noch ein bisschen erhöhen und drüber nachdenken, was bedeutet denn eigentlich Wirtschaft neu denken? Was meinen wir denn damit? Als nächstes gucke ich mit Ihnen genauer rein, was heißt denn kommunale Wirtschaftsförderung eigentlich? Wir haben gesehen, das Teilnehmendenspektrum ist sehr breit gefasst. Wir haben viele von aus der kommunalen Verwaltung, auch aus der Wirtschaftsförderung dabei. Aber wenn ich mich auch im Bekanntenkreis mit Menschen unterhalte, viele wissen häufig nicht, was macht denn eigentlich kommunale Wirtschaftsförderung? Also was sind ihre Rollen und Aufgaben? Da will ich mit Ihnen mal reingucken. Was ist das denn klassischerweise? Und was heißt das denn vor dem Hintergrund der sozial-ökologischen Transformation? Was heißt das denn für die Kommunen, wenn Wirtschaftsförderung auch mehr für Klimaschutz und für Green Cities denn tun kann? Starten wir mit dem ersten, mit was bedeutet Wirtschaft neu denken? Wenn wir sagen Wirtschaft neu denken, dann müssen wir uns natürlich auch erstmal vergegenwärtigen, was heißt das denn, wo stehen wir denn aktuell? Was ist denn unser aktuelles Wirtschaftsmodell? Und die Logiken, die da im Moment vorherrschen, sind einerseits natürlich die ökonomischen. Das heißt, der Indikator für wirtschaftliche Stärke und für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist nach wie vor das Bruttoinlandsprodukt. Daran wird Wachstum und Wohlstand gemessen. Problematisch daran ist, dass es eben immer natürlich auch auf Wachstum ausgerichtet ist und dass Werte wie zum Beispiel Güter und Dienstleistungen, die im Alltagsleben oder in den Haushalten auch und in der Gesellschaft erbracht werden und die eben aber auch auf die Nutzung und damit natürlich auch auf den Verbrauch der natürlichen Ressourcen abstellen, dass die nicht mit berücksichtigt werden im BIP.
und außerdem kritisch ist beim BIP zu sehen, dass es keine Aussagen darüber trifft, wie das Einkommen in der Gesellschaft verteilt ist und überhaupt der Konsum. Also es gibt keine Hinweise darauf, wo ist denn eigentlich das Vermögen, das durch das BIP erzeugt wird und wie wird das eigentlich denn verteilt. Das heißt, Wirtschaftswachstum ist unabhängig davon, ob es denn eigentlich den Menschen besser geht oder nicht. Das ist die ökonomische Rechnung derzeit. Gleichzeitig haben wir da eine soziale Gleichung, habe ich es mal genannt, dass eben diese Verteilungsgerechtigkeit nicht mit eingepreist ist und dass auch das Versprechen, was es jahrelang gab, dass es eben so eine Trickle-Down-Ökonomie gibt, also dass Wohlstand sich automatisch auch nach unten fortsetzt. Ich werde es Ihnen gleich auch noch mal in einem kurzen Zahlen zeigen, dass das eben auch nicht eingelöst wird. Und der dritte Faktor, die ökologischen Kosten, also die Risiken dieses Umweltverbrauches und des Klimawandels, diese Folgekosten müssen eben auch durch die Allgemeinheit getragen werden. Und hier das Ganze nochmal in ein paar Beispielzahlen. Das belegt, dass BIP ganz oben die Darstellung zeigt, das BIP wächst weiter. Ne? Das ist die Basis natürlich auch unseres ökonomischen Systems und unserer Marktwirtschaft. Gleichzeitig sieht man aber auch unten, dass die Einkommensarmut auch sukzessive weiter steigt. Ja, also dass eben mit dem Wirtschaftswachstum nicht verbunden ist, dass Armut auch weniger wird und dass alle auch davon profitieren. Und gleichzeitig sieht man auch auf der rechten Seite hier mal in einer Darstellung, dass die Folgekosten für den Klimawandel, die mal so hochgerechnet wurden, selbst bei einem schwachen, mittleren oder auch einem starken Klimawandel, dass die weiter immer steigen bis zum Jahre 2015. Also die Folgekosten doch sehr stark da auch ins Gewicht fallen werden. Was bedeutet das denn nun, neues ökonomisches Denken? Welche Ansätze gibt es dazu? Welche Richtung muss man denn da weiter denken? Und wenn man da auf das BIP schaut, ist da ein Punkt zu überlegen, muss man denn dieses Ziel verändern oder kann man denn auch dieses Ziel eigentlich verändern? Und da ist ein Punkt natürlich ganz sicher wichtig zu überlegen, ist denn das BIP als alleinige Messgröße noch richtig und ist es für das auch für das Wohlergehen, ist das ausreichend, um das wirklich darzustellen? Die Herausforderung ist natürlich aber auch, dann benennen zu können, was kommt denn nach dem BIP oder welche anderen Messgrößen können denn da auch darstellen, dass es den Menschen auch besser geht. Und welches Wachstum brauchen wir? Warum? Wofür? Diese Fragestellungen sind alles Punkte, die natürlich dann, wenn man auch auf die kommunale Ebene guckt, da gesamtstädtisch verhandelt werden müssten. Aber es geht nicht nur um das Ziel, es geht auch um die Frage der Perspektive. Denn gerade Städte, wenn wir wieder auf dieser Ebene sind, sind sehr komplexe Systeme und nicht nur Wirtschaftsstandorte, wo Unternehmen sich ansiedeln und wo Wirtschaft passiert, sondern wo eben auch Menschen leben. Und diese Städte auch als komplexe sozioökonomische Systeme zu betrachten, kann schon mal ein Schritt sein, sich aus der reinen Wirtschaftswachstumslogik auch zu lösen. Ein anderer Punkt ist, auf energieeffiziente und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft zu setzen, also hier eben wegzukommen vom linearen Verbrauch von Ressourcen, sondern Ressourcen auch im Kreislauf zu führen und Ökonomie nicht losgelöst von Gesellschaft und Natur zu betrachten, sondern eben eingebettet in diese Systeme, in die natürlichen Systeme, in die gesellschaftlichen Systeme und auch kooperative Ökonomien mitzudenken. Das Ganze führt dann dazu, dass natürlich auch die Akteurslandschaft viel vielfältiger wird und viel diverser wird, weil hier nämlich auch viel mehr Menschen letztlich angesprochen sind, die einen wichtigen ökonomischen Beitrag auch zur Gesellschaft leisten. Welche Konzepte gibt es denn schon, die in diese Richtung eigentlich auch denken? Wie Sie hier sehen, gibt es da einige, auf die man referenzieren kann. Wir haben am DIFU uns das mal angeschaut und auch verglichen. Das Thema Gemeinwohlökonomie ist heute schon angesprochen worden. Da werden wir heute sicher auch in der Veranstaltung noch mehr dazu hören, ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich die globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die in der Agenda 2030 auch festgehalten sind. Die sehen Sie hier ganz unten links. Es gibt aber auch Ansätze wie die Donutökonomie von Kate Raworth, die neue Wege aufzeigen, innerhalb planetarer Grenzen zu wirtschaften. Dann die Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, habe ich schon angesprochen, ist ein möglicher Ansatz, hier auch nachhaltiger zu wirtschaften. Und Klimaneutralität
ist natürlich auch ein sehr wichtiges Ziel, auch auf kommunaler Ebene, was definitiv darauf einzahlt. Hinzu kommt die ganze Debatte um Degrowth und Postwachstumsökonomien. Die vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie ist da ein Ansatz, der auch schon weiter zeigt. Wir haben mal geguckt, wo gibt es denn Schnittmengen bei diesen ganzen unterschiedlichen Ansätzen und wo deuten die denn so hin und wo gibt es denn da eigentlich auch Schwerpunkte? Also wo haben wir denn Ansätze, die zum Beispiel auch das Thema Wachstum und soziale Ungleichheit mit in den Blick nehmen? Das sehen Sie hier vor allem in den drei oberen Bereichen, also in den drei oberen Ansätzen und Konzepten der Gemeinwohlökonomie, der Donutökonomie und der vorsorgeorientierten Postwachstumsposition. Was letztendlich die Schnittmenge, die alle haben, ist, dass das Wirtschaften innerhalb ökologischer Grenzen stattfinden soll. Also schon mal eine ganz wichtige Grundlage auch. Und Ressourceneffizienz im Grunde genommen auch im Zusammenhang mit Umweltgerechtigkeit, die wichtigste Basis auch für die Agenda 2030, die Kreislaufwirtschaft und auch die Klimaneutralität darstellt. Das heißt, wir haben hier ganz viele Überschneidungen und auch Schnittmengen, sodass man im Grunde genommen diese unterschiedlichen Ansätze gar nicht sagen kann, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Sie haben alle ihre Berechtigung und eben gerade auch auf der kommunalen Ebene ist das eine ganz entscheidende Frage, weil all diese Konzepte wurden nicht in erster Linie für die kommunale Ebene entwickelt. Das heißt, hier müssen und mussten unterschiedlich starke Übersetzungs- und Adaptionsleistungen eingebracht werden. Also im Konzept der Agenda 2030 und der SDGs gibt es diese ja schon. Auch die Donut-Ökonomie hat Ansätze wie die City-Portrait-Methode oder das Decision-Making-Wheel, das man eben auf der kommunalen Ebene anwenden kann. Das Gleiche gilt für die Gemeinwohlökonomie. Dort gibt es die Möglichkeit, sich als Kommune Gemeinwohl bilanzieren zu lassen. Und natürlich auch für das Thema Klimaneutralität müssen die entsprechenden Indikatoren angepasst werden. Das Gleiche gilt für die Circular Economy. Da ist auch noch viel Forschung und auch Datenentwicklung notwendig. Aber es gibt nicht nur diese verschiedenen grundsätzlichen strategischen Ansätze, es gibt natürlich auch einen politischen Rahmen für Kommunen und für Unternehmen, der befördert, dass Wirtschaft und Ökonomie anders und neu gedacht werden kann. Und auf der europäischen Ebene ist das vor allem der europäische Green Deal, der eben auch den Kommunen einen neuen Weg aufzeigen soll, die Wirtschaft zu transformieren hin zur Klimaneutralität. Das sind dann vor allem Bereiche auch, die die Mobilität angehen, das Thema Kreislaufwirtschaft, aber auch den Zugang zu entsprechenden Finanzmitteln, die die Transformation befördern, das mit voranzubringen. Ein anderer wichtiger Baustein auf der Unternehmensebene ist die damit verbundene EU-Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die sogenannte CSRD-Direktive oder CSRD-Vorgaben, also dieses Reporting, das Unternehmen eben auch leisten müssen, um aufzuzeigen, mit dem Klimarisiko umgehen und ihr Geschäftsmodell auch entsprechend resilient ausgestalten. Das Gleiche gilt für die EU-Taxonomie-Verordnung für nachhaltige Investitionen, wo eben auch eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung vorgenommen werden, um entsprechend Wirtschaftstätigkeit auch taxonomiekonform auszurichten, also klimafreundlicher auch zu machen. Das alles sind politische Rahmenbedingungen, die eben auch einen Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit in den Unternehmen haben und damit auch einen Einfluss auf die kommunale Wirtschaftsförderung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich was sind denn eigentlich die Aufgaben und Rollen der Wirtschaftsförderung und wie bettet sich das Ganze denn ein in diese auch Anforderungen und in dieses neue Denken? Gucken wir erst noch mal darauf, was kommunale Wirtschaftsförderung denn eigentlich heißt. Grundsätzlich ist es, anders als viele Leistungen der Daseinsvorsorge in den Kommunen, ist es eine freiwillige Leistung der Kommunen, Wirtschaftsförderung so in diesem klassischen Sinne auch zu betreiben. Man muss aber auch sagen, es ist eine Querschnittsaufgabe, um Wirtschaftsstandorte zu sichern und auch zu entwickeln. Das heißt, es kann nicht nur die Aufgabe einer bestimmten Institution oder eines bestimmten Ressorts oder Abteilung sein, sondern es ist hier die gesamte Kommune gefordert.
Weil es eine freiwillige Leistung ist, sind die Organisationsformen in den deutschen Kommunen sehr unterschiedlich. Also es kann zum Beispiel sein, dass kommunale Wirtschaftsförderung als Teil eines Amtes organisiert ist oder eine Stabsstelle. Es gibt aber auch privatrechtlich organisierte Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Manchmal gibt es da auch Doppelstrukturen, also sowohl ein Amt als auch eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Es können Eigenbetriebe sein. Und es können eben auch Kooperationseinrichtungen mehrerer Kommunen sein, die sich zusammenschließen, um eben gemeinsam auch regionale Wirtschaftsförderung zu betreiben. In der Abbildung hier auf dieser Folie sehen Sie auch nochmal, wie sich das Ganze auf den unterschiedlichen Ebenen abbildet, also auf der europäischen, der Bund- und Länderebene, die Landesregierung. Was sind da für Aktivitäten, die eben auch Wirtschaftsförderung ausmachen über Finanz- und Steuer- und Wirtschaftspolitik, aber eben auch über bestimmte Förderprogramme in der Regionalpolitik, dann Strukturpolitik betreiben. Auf der kommunalen Ebene geht es eben ganz konkret um Standortpolitik und die ist eben vor allem darauf ausgerichtet, zu informieren, zu beraten, anzusiedeln, zu vernetzen und eben auch strategisch vor bei der Entwicklung standortorientiert vorzugehen. Das sind sozusagen die klassischen Aufgaben einer kommunalen oder auch regionalen Wirtschaftsförderung. Konkret sieht das dann so aus, es gibt übergeordnete Ziele, also Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, Wirtschaft und Finanzkraft zu fördern und eben auch Wirtschaftsstrukturen insgesamt zu stärken in der Kommune und in der Region. Das spiegelt sich dann in eben auch einem bestimmten Aufgabenzuschnitt wieder. Das ist in den meisten Fällen ist das die Ansiedlungsförderung, die Bestandspflege, die sich dann aufteilt in Bestandssicherung und Bestandsentwicklung. Dann gibt es natürlich die Gründungsförderung, wo auch neue Unternehmen bei der Finanzierung, bei der Gründungsfinanzierung unterstützt werden sollen, Kooperationen auch angestoßen werden und das Thema Clusterentwicklung, Clusterförderung, also eben bestimmte Branchen auch an einzelnen Standorten zu stärken und zu unterstützen, bis hin zur interkommunalen Kooperation. Das sind klassische Aufgaben und Handlungsfelder der Wirtschaftsförderung in Städten und Regionen. Die Ausprägung dieses Aufgabenspektrums kann sehr unterschiedlich sein. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von den finanziellen und personellen Ressourcen. Werden wir vielleicht auch heute aus der Praxis noch ein bisschen was hören. Es gibt eben auch eine starke Ausrichtung auf die Bestandspflege, das heißt auf die Bestandssicherung. Und Bestand meint eben die Unternehmen, die schon am Standort sind, diese auch dabei zu unterstützen, am Standort zu bleiben, sich dort entwickeln zu können, dort auch Innovationen und Technologien vorantreiben zu können und eben auch die entsprechende Infrastruktur zu bekommen, die notwendig ist, um am Standort sich auch entwickeln zu können. Am DIFU machen wir in etwas größeren Abständen immer wieder Umfragen unter den Wirtschaftsförderungen in Deutschland der Städte mit mehr als 50.000 Einwohnenden, um mal zu sehen, zum einen, welche Themen sind denn relevant? Wie verändert sich denn vielleicht auch dieses Aufgabenspektrum der Wirtschaftsförderung in den Kommunen? Und bei der letzten Umfrage, die wir durchgeführt haben, die war noch vor Corona-Zeiten. Das heißt, die nächste steht an und wir sind auch schon sehr gespannt, ob und wie sich das niederschlagen wird. Aber hier sieht man schon ganz gut an dieser Grafik, dass es doch Themen gibt wie Industrie und Wirtschaft 4.0, dass Themen wie ressourcensparendes und effizientes Bauen, das Thema urbane Produktion, also hier auch Flächen in der Stadt nochmal anders zu nutzen und Klimaschutz und Klimaanpassung beziehungsweise nachhaltiges Wirtschaften, auch wenn sie ganz unten in der Liste stehen, aber auf der rechten Seite einen höheren Ausschlag haben als auf der linken. Und das heißt, sie wurden da vor 5 Jahren von den Wirtschaftsförderungen bereits als wichtige Zukunftsthemen oder wichtiger als in der Vergangenheit eingeschätzt. Und das zeigt schon, dass diese Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit da auf jeden Fall auch schon auf der Agenda der Wirtschaftsförderung waren. Bei einer anderen Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes kann man auch noch mal ganz gut ablesen, dass diese Zielvorgabe der Nachhaltigkeit zwar sehr verbreitet ist, also ungefähr bei 70% der dort Befragten, dass sie aber im operativen Geschäft, also in der alltäglichen Arbeit, dann doch ein bisschen weiter zurückfällt. Also es sind immerhin noch 60%, also das heißt, es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber nicht so stark, wie sie eben in den Zielvorgaben man das auch sehen kann.
Wir haben damals in unserer Umfrage auch gefragt, wie sehen Sie denn die Wirtschaftsförderung, also in der Zukunft, in so in 5 bis vielleicht auch 10 Jahren, wie wird sich das denn verändern? Und ich glaube, hier kann man auch noch mal gut sehen, dass dieses Thema Netzwerken, Wissen zu vermitteln, Impulsgeber auch zu sein für gesamtstädtische Projekte, das sind alles Aufgabenbereiche und die schon damals von der Wirtschaftsförderung als zukünftig wichtig eingeschätzt wurden und auch in der eigenen Rolle man sich da schon noch mal anders versteht, nämlich viel stärker auch als Wissensdienstleister und als Netzwerkknoten für die Wirtschaft vor Ort. Das ist eine gute Überleitung dazu, um jetzt mit Ihnen noch in den dritten Bereich zu gucken. Also was kann denn Wirtschaftsförderung ganz konkret für Klimaschutz und Green Cities eigentlich tun? Wo gibt es da schon Ansätze? Wie muss sich denn vielleicht auch die strategische Ausrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung, wie kann die sich denn auch verändern? Wir haben auch vor 5 Jahren ein Gemeinschaftsprojekt gemacht mit kommunalen Wirtschaftsförderungen in Deutschland, so eine kleine Gemeinschaftsstudie, das machen wir öfter mal am DIFU und haben genau das rausgearbeitet, welche neuen Dimensionen kommunaler Wirtschaftsförderung denn zu diesen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, also diesen ganz klassischen Arbeitsplätze schaffen, Wirtschafts- und Finanzkraft stärken, das, was natürlich auch gebraucht wird, neben diesen klassischen Aufgabenfeldern der Ansiedlungsförderung, Bestandsentwicklung, Gründungsförderung, was denn da noch hinzukommen müsste, um eben auch auf diese neuen Anforderungen einzahlen zu können. Und das bedeutet auch, dass die strategische Zielausrichtung der Wirtschaftsförderung nicht allein auf ökonomische Fragestellungen ausgerichtet sein sollte, sondern eben auch auf sozioökonomische Stabilität der Kommune oder der Region an sich, dass die nachhaltige Entwicklung im Sinne der Leipzig-Charta auch ein ganz wesentlicher und zentrale Zielrichtung für Wirtschaftsförderung gelten muss und dass es eben auch nicht nur um eine starke Wirtschaft und Wirtschaftsstruktur gehen muss, sondern auch um eine ausgewogene und resiliente Wirtschaftsstruktur. Das heißt, die Qualität der wirtschaftlichen, ökonomischen Struktur vor Ort ist hier nochmal viel entscheidender. Also es geht um neue Dimensionen, neue Qualitäten. Und dazu gehört eben auch, dass die Wirtschaftsförderung Impulsgeber für gesamtstädtische Entwicklungen ist. Also hier auch nochmal stärker schaut, auch räumlich anders nochmal in der Stadt aktiv wird, auch Stadtquartiere mit einbezieht, Gewerbequartiere diverse auch betrachtet und dass sie eben viel stärker Initiator für auch neue Kooperationen und Vernetzungen ist von neuen lokalen Akteuren und Stakeholdern. Das Thema nachhaltige Wirtschaftsentwicklung spielt hier natürlich eine ganz zentrale Rolle. Da will ich an der Stelle gar nicht drauf eingehen. Da gucken wir uns gleich nachher noch mal ein paar Beispiele an und werden das sicher auch noch hören. Und das Thema ganzheitliche Innovationsförderung heißt an dieser Stelle eben nicht nur Technologieförderung, sondern heißt eben auch, Wirtschaft auf den Transformationsweg zu begleiten in Richtung Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, dafür Räume bereitzustellen, auch soziale Innovationen zu fördern und die Vernetzung untereinander auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen hier auch stärker in den Blick zu nehmen. Wie kann das beispielhaft aussehen? Ich habe Ihnen 4 Beispiele mitgebracht, um das mal ein bisschen plakativer zu machen. Also ein Ansatz der Quartiersentwicklung könnte zum Beispiel so aussehen. Das ist ja eine Visualisierung der IBA Stuttgart 2027, ein Projekt, das so natürlich noch nicht entwickelt ist und noch nicht umgesetzt ist, aber wo es die Überlegungen eben dazu gibt, produktive Stadtquartiere auch zu entwickeln. Das heißt Quartiere, wo Wohnen und Arbeiten viel näher wieder aneinander rücken, wo Handwerk, kleinere Produktion neben Büro und Dienstleistungen gemischt auch Teil des gesamten Stadtquartiers sind. Hier können auch Experimente möglich sein, zum Beispiel, wie man hier so sieht, dieses Urban Gardening, dass eben auch Begegnungsräume geschaffen werden, die Menschen zusammenbringen, die integrativ wirken und in dem Sinne dann auch auf das Gemeinwohl einzahlen. Wirtschaft kann damit auch sichtbarer werden, viel sichtbarer im Alltagsleben der Menschen. Das kann Perspektiven für sowohl Arbeitssuchende, aber auch für Jugendliche aufzeigen. Da sind wir beim Thema Fachkräfteentwicklung, Fachkräftesicherung, das hier auch Potenziale aufweist und natürlich durch die kurzen Wege auch positiv auf, also klimafreundlich und auch eben bewohnerinnenfreundlich ist, weil kurze Wege dadurch möglich sind.
Ein zweiter Ansatz, da geht es um das Thema Flächen, ein sehr zentrales Thema bei der Frage Klimaneutralität und auch Ressourcen zu sparen. Hier kann die Wirtschaftsförderung auch aktiv werden, weil sie natürlich selber zum einen in der Flächenentwicklung, die Flächenentwicklung als ein Handlungsfeld für sich auch natürlich begreift. Und eine nachhaltige und klimaangepasste Flächenentwicklung ist hier ein sehr wichtiger Grundsatz. Denn nicht jede Branche und Produktion kann in so einer Quartiersentwicklung und in so einer nutzungsgemischten Wohnstandort stattfinden. Wir brauchen natürlich auch die ganz klassischen Gewerbe-, Industrie- und Gewerbestandorte, die aber auch klimafreundlicher und ressourceneffizienter geplant und entwickelt werden können. Das kann man schon auf der Ebene der Flächenvergabe machen. Es gibt immer mehr Kommunen, die bei der Flächenvergabe ökologische, also nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische und soziale oder auch Gemeinwohlkriterien mit zugrunde legen, bevor sie eben Flächen auch an Unternehmen vergeben. Es gibt aber auch Wirtschaftsförderungen, die für Gewerbestandorte zum Beispiel Klimaschutzteilkonzepte entwickeln, ein entsprechendes Management mit einsetzen für diese Gewerbestandorte und auch in der Bauleitplanung oder in städtebaulichen Verträgen flächensparendes Bauen und stapelbares Gewerbe auch mit einbeziehen. Also hier auch die Ressourceneffizienz auf der Ebene der Fläche mit berücksichtigen. Auch die Beratung von Unternehmen, wie sie denn selber auch klimafreundlicher wirtschaften können, ihre eigenen Standorte zukunftsfähiger entwickeln können, ist Teil von verschiedenen Projekten. In NRW gibt es zum Beispiel das Klima-Profit-Projekt, wo Unternehmen auch von entsprechenden ExpertInnen beraten werden, was sie da tun können. Das ist ein Feld, das ist gar nicht mal mehr so neu. Da passiert schon seit vielen Jahren auch einiges, aber da kann man auch immer noch viel dazulernen. Der dritte Ansatz, und das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender, dass all diese beiden skizzierten Ansätze und noch viele mehr, die wir hören werden, dass die natürlich nur gesamtstädtisch wirksam werden können, wenn das Ganze auch in eine Programmatik eingebettet ist und wenn es eine entsprechende strategische Ausrichtung der Wirtschaftsförderung gibt. Die eingangs vorgestellten verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepte, daran kann man natürlich anknüpfen. Und es gibt aber auch es gibt auch diese schon konkret. Also wie man hier sieht, ich habe ein paar Beispiele aufgeführt, das Thema Gemeinwohlbilanzierung, auch das haben sich einige Wirtschaftsförderungen schon auf die Fahnen geschrieben und haben sich gemeinwohlbilanzieren lassen, zum Beispiel Bornheim und auch Münster. Es gibt das Konzept der Wirtschaftsförderung 4.0 vom Wuppertal-Institut entwickelt, das in verschiedenen Pilotkommunen umgesetzt wurde. Und es gibt natürlich das Leitbild der Nachhaltigkeit, der SDGs, wie es in der Region Stuttgart und Region Augsburg, werden wir heute noch davon hören, auch als eine wichtige strategische Grundlage der eigenen Arbeit gesetzt wurde. Darüber hinaus gibt es bereits auch erste Ansätze, das Thema zirkuläres Wirtschaften als strategisch auch in die Arbeit der Wirtschaftsförderung zu verankern. Das passiert in Dortmund, das passiert in Bottrop. Und als DIFU begleiten wir da auch verschiedene deutsche Städte bei dieser Entwicklung. Wichtig ist bei diesen strategischen Ausrichtungen, dass es immer auch einen Rückhalt aus der Politik gibt und dass diese Strategie eben auch durch die Politik festgehalten wird und beschlossen wird, damit sie eben Legislaturperioden auch überdauert und langfristig Planungssicherheit auch für die Verwaltung gewährleistet. Der letzte Ansatz bezieht sich nochmal auf das Thema neue und diverse Akteursvielfalt. Hier wird das Spektrum viel, viel breiter für die Wirtschaftsförderung. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber auch letztlich eine logische Schlussfolgerung, weil damit auch natürlich neue und enorme Innovationskraft einerseits notwendig ist, um Wirtschaft neu zu denken, aber damit auch geleistet werden kann, wenn eben auch diese verschiedenen Akteure, die Sie hier sehen, Social Entrepreneurs, zivilgesellschaftliche Initiativen, neue Organisationsformen, auch Stiftungen, Genossenschaften, die viel stärker auch auf Gemeinwohl ausgerichtet sind, hier von Anfang an mitgedacht werden und mit integriert werden. Das bietet eine ganz große Chance, auch hier an dieser Stelle noch besser und auch gemeinsam voranzukommen. Und damit bin ich eigentlich schon am Schluss meines Inputs und habe das hier einfach nochmal auf einer Folie zusammengefasst. Ich glaube, meine Zeit ist jetzt auch um und deswegen werde ich diese Folie gar nicht mehr in aller Tiefe erläutern, sondern sie Ihnen einfach nochmal mitgeben auf den Weg, weil
dazu auch alles gesagt wurde. Sie soll einfach nochmal zusammenfassen, wie dann eben kommunale Wirtschaftsförderung im Kontext von Green City wirklich auch wirksam werden kann. Ich glaube, deutlich geworden ist, und das ist nochmal für mich der wichtigste Punkt, den ich an der Stelle nochmal hervorheben möchte, ist, dass Wirtschaft neu zu denken nicht nur die Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung sein kann und auch die kommunale Wirtschaftsförderung nicht alleine als Akteur da unterwegs sein kann, sondern dass es eben eine Gemeinschaftsaufgabe ist, sowohl der Gesamtstadt, also der gesamten Verwaltung, als auch natürlich der gesamten Stadtgesellschaft. Und das soll sich hier auch in dieser Grafik nochmal niederschlagen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank und freue mich auch auf Ihre Fragen und auf die weitere Diskussion. Herzlichen Dank, Sandra Wagner-Endres. Dankeschön für diesen super Überblick. Perfekt. Das geht also weit über Umwelttechnologiezentren, grüne Gründerzentren mit erneuerbaren Energien hinaus. Aber wir müssen eine Grundsatzfrage klären, Sandra Wagner-Endres. Die kommt von Noel Beinhorn und der sagt, wie können wir eigentlich ein anderes Wirtschaften ermöglichen, wenn dem doch so viel gegenübersteht? Zum Beispiel die Inflation, der weltweite Wettbewerb mit Produktivitätsunterschieden und natürlich auch das, was die Unternehmen angeht, die sind eben so orientiert, dass sie ja auch Geld verdienen wollen. Was sagen Sie dazu? Wie groß sind die Chancen überhaupt? Ganz kurz. Ja, also diese Ansätze, die wir hier jetzt schon mal so angerissen haben und besprochen haben, die sollen ja gar nicht ausschließen, dass man damit kein Geld verdienen kann. So sind sie ja auch nicht gefertigt. Und natürlich ist es richtig, dass wir uns da auch in einem globalen Kontext mit allen Krisen und allen Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen, auch bewegen und dass wir die nicht ausblenden können. Dass es aber trotzdem wichtig ist und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, was können wir denn auf kommunaler Ebene auch leisten und was können wir denn auch, wo sind wir denn handlungsfähig auf kommunaler Ebene, um auch die Wirtschaft resilienter und stärker zu machen und wie können wir denn eben auch Wertschöpfung in der Region halten und in der Region auch weiterentwickeln, sodass wir uns vielleicht auch krisenresilienter und unabhängiger machen können von globalen Krisen und Abhängigkeiten. Vielen Dank, Sandra Wagner-Endres ist hierher. Wir sehen Sie gleich in der Diskussionsrunde zum Glück noch einmal wieder. Meine Damen und Herren, aber jetzt schauen wir noch mal, was bringt ein Standort wirklich voran? Was hat sich schon bewährt, was vielleicht auch nicht? Wir haben schon viel gehört, aber wir besprechen das jetzt noch mal mit Gästen aus der Politik, der Wirtschaftsförderung und der Beratung, anders gesagt, mit rein, die zeigen, es geht, es kann vorangehen. Und es sind, ich freue mich sehr, die Politikerin Anja Ritschel, Wirtschafts- und Umweltdezernentin in der niedersächsischen Landeshauptstadt in Hannover. Zuvor war sie Umweltdezernentin in Bielefeld. Hannover kennt sie aber besonders gut. Sie hat dort Landschafts- und Freiraumplanung studiert. Die Wirtschaftsförderung der Großstadt wirbt. Die Region Hannover ist einer der führenden Wirtschaftsstandorte in Norddeutschland mit hervorragenden Zukunftsperspektiven. Was das genau heißt, das werden wir von ihr hören, Anja Ritschel. Wie schön, Sie zu sehen. Und die Wirtschaftsförderin Stefanie Haug ist da. Sie, eine Soziologin, kümmert sich in der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH um das Geschäftsfeld nachhaltiges Wirtschaften und leitet Green Economy Projekte. Die Region hat sich hat für sich eine Marke entwickelt, A3. Das Motto, wir machen die Zukunft besser. Die Wirtschaftsstruktur sei diversifiziert mit stabilem Mittelstand und vielfältiger Forschungslandschaft. So steht das auf der Homepage. Wie da Wirtschaft und Klimaschutz zusammen gedacht werden, fragen wir Sie. Herzlich willkommen, Stefanie Haug. Und er hat einen Rundumblick oder Überblick über Kommunen, Regionen, Unternehmen. Krishan Gairola, er, promovierter Energie- und Umwelttechniker, berät Kommunen zur Nachhaltigkeit. Das macht er als Mitarbeiter des Hamburger Beratungsunternehmens Corsus, Corporate Sustainability. Er war lange selbst für den Klimaschutz in einer Kommune zuständig. Er hatte auch eine Energiegenossenschaft mitgegründet. Lokale Wirtschaft neu denken, wie da Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden können und müssen, besprechen wir mit ihm. Krishan Gairola, toll, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren,
Schicken Sie weiter Ihre Fragen, wir behandeln sie. Aber jetzt schauen wir uns einmal als erstes an, was da eigentlich in Hannover so los ist. Anja Ritschel, die Wirtschaftswoche hat sich 71 deutsche Großstädte angeschaut und ein Ranking gemacht. Da heißt es über Hannover, die Stadt punktet vor allem mit ihrer hohen Beschäftigungsquote von Frauen, ihrer geringen Jugendarbeitslosigkeit und ihrer hohen Zahl an Patentanmeldungen. Was ist da mit dem Klimaschutz? Anders gefragt, beste Zukunftsperspektiven, was heißt das eigentlich für Sie? Woran machen Sie das fest? Okay, das waren jetzt mehrere Fragen und wahrscheinlich ganz wenig Zeit darauf zu antworten. Deswegen würde ich versuchen, ein bisschen strukturell ranzugehen. Wie sieht es mit dem Klimaschutz in Hannover aus? Das kann ich kurz sagen. Es sieht aus, wie es überall aussieht, obwohl wir uns sehr, sehr früh auf den Weg gemacht haben. Also die ersten Klimaschutzziele wurden schon 1992 formuliert. Seit 1994 haben wir eine Klimaschutzleitstelle. Und trotzdem haben wir das berühmte 40%-Ziel bezogen auf das Jahr 2020 gerissen. Also wir kommen so auf 35%, wenn man wohlwollend konstatiert, dass die Stadt eben auch noch gewachsen ist in der Zeit. Aber das ist natürlich alles andere als befriedigend. Und wenn wir wissen, dass wir uns die Klimaziele jetzt auch noch vorgezogen haben für die Klimaneutralität, unser Rat hat beschlossen, bis 2035 wollen wir klimaneutral sein, dann müssen wir mehr als eine Schippe drauflegen. Und insofern ist das tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema auch der Wirtschaftsförderung, wobei mir eben, wie gesagt, der Titel des nachhaltigen Wirtschaftens schon noch ein bisschen besser gefällt, auch wenn ich selber feststelle in den Kontakt mit den Unternehmen, dass wir am allerschnellsten auf den Klimaschutz zu sprechen kommen und weniger auf soziale oder andere ökonomische Aspekte. Aber das ist ja auch eines der größten Bretter, die wir jetzt schnell bohren müssen. Insofern geht das in Ordnung. Und gibt es Beispiele, also wo Sie das in Hannover, wo man aus Hannover auch etwas lernen kann? Ich würde mal sagen, ich würde zwei Dinge anführen wollen. Das eine ist, dass wir sehr früh schon angefangen haben, strukturell vorzugehen. Es kommt ja oft auch aus der Wirtschaft, die es meiner Meinung nach so als Konglomerat gar nicht gibt, immer der Hinweis, na ja, also die kommen immer mit neuen Vorgaben und man weiß gar nicht, worauf man sich einstellen soll. Ich glaube, in Hannover weiß man das ganz gut, weil wir schon sehr, sehr früh zum Beispiel ökologische Standards definiert haben, wenn wir Grundstücke vergeben. Also das heißt, wenn jemand von uns ein Erbbaurecht nimmt oder womöglich auch ein Grundstück kauft, kriegt er eine Zwangsberatung durch die Klimaschutzleitstelle. Wir schreiben Standards vor, auch wenn es gerade um den Wohnungsbau geht. Und das gibt es aber schon so viele Jahre, dass alle genau wissen, das sind die Rahmenbedingungen, anders geht's in Hannover nicht. Und das gilt auch für unsere Gewerbeflächenleitlinien, wo eben schon seit mehr als 10 Jahren festgeschrieben ist, keine, also Schwerpunkt Innen- vor Außenentwicklung, Brownfields nach vorne, aber nicht mehr das Bauen auf der grünen Wiese. Und ich glaube, solche klaren Ansagen sind hilfreich, weil dann haben auch alle Verfahrenssicherheit. Und auch Planungssicherheit, die ja immer eingefordert wird. Genau, genau. Das ist glaube ich, etwas, was ganz entscheidend ist. Also wir haben gerade die energetischen Standards für den Wohnungsbau nochmal fortgeschrieben und alle hatten Sorge angesichts der zugespitzten Debatten. Wir haben das mit der Wohnungswirtschaft zusammen gemacht und alles fein, weil es einfach eine Konkretisierung ist dessen, was wir schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und so gehen wir eben bei den im Gewerbebereich auch vor und suchen tatsächlich den sehr direkten Austausch mit den Unternehmen oder gehen eben, das war ja ein Beispiel, was eben schon genannt wurde von Sandra Wagner-Edres, in die Gewerbegebiete rein, versuchen da, ich sag mal, Klimaschutz zu etablieren, Gewerbegebiete auch neu zu strukturieren und darüber diese Themen ganz praktisch in die einzelnen Unternehmen reinzutragen. Nun haben Sie in Hannover sehr große Unternehmen, Volkswagen Nutzfahrzeuge ist dabei oder in der Region auch Kind Hörgeräte. Gehen Sie da bei allen gleich vor oder sagen Sie, okay, die Großen machen ihr Ding schon selber, wir gucken uns mal die kleineren und mittleren Unternehmen an? In der Vergangenheit ist das gar nicht unbedingt so gemacht worden, sondern einer meiner Vorgänger hat tatsächlich, als das mit dem Klimaschutz ernster wurde, mal gesagt, ich würde gerne bitte die 10 energieintensivsten Unternehmen mal an einen Tisch holen. Und da ist dann natürlich selbstredend sowas wie TUI dabei oder eben auch VW Nutzfahrzeuge, Continental und Co.
Und das ist aber jetzt, glaube ich, inzwischen überholt. Das war interessant für den Austausch in der Startphase und alle Unternehmen haben sich dann aber sehr schnell auf den Weg gemacht, haben ihre eigenen Nachhaltigkeitsabteilungen, haben ihre eigenen Klimaschutzziele und das geht sehr dynamisch voran und die brauchen keine lokale Wirtschaftsförderung, um da irgendwie unterstützt zu werden. Die haben Man- und Womanpower in ihren Unternehmen. Das gilt aber ausdrücklich für die kleinen und zum Teil auch mittelständischen Unternehmen nicht. Und da sehen wir natürlich einen ganz starken Schwerpunkt, den wir setzen mit den üblichen Angeboten von Ökoprofit, aber auch individuellen Beratungen. Wir haben regelmäßig Netzwerkveranstaltungen mit unseren Standortgemeinschaften, wo die HändlerInnen aus den Stadtteilen auch organisiert sind. Da versuchen wir, das Thema des nachhaltigen Wirtschaftens ganz aktiv zu setzen und auch Unterstützung anzubieten bei der praktischen Umsetzung. Vielen Dank, Stefanie Haug. Klassischerweise ist das ja so, dass sich ein Unternehmen dann auch irgendwann mal vergrößern will. Da muss man neue Flächen finden. Der Flächenverbrauch, so ist mir das gesagt worden, sei früher zumindest auch so eine Art Arbeitsnachweis für eine gelungene Wirtschaftsförderung gewesen. Wie lässt sich das drehen? Haben Sie das in Augsburg schon gedreht? Zum Thema Flächen kann ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil es bei uns sehr wenig Flächen gibt in der Region tatsächlich. Also das ist eher das Thema Flächensparen, das im Moment betrieben wird. Wobei man dazu sagen muss, dass wir als regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft bei der Flächenvergabe weniger eingebunden sind. Das ist tatsächlich Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderungen, die dort ihre Pläne aufstellen. Wir hatten ein Projekt dazu jetzt in den letzten 3 Jahren, wo wir einfach die Kommunen dort beraten haben, beziehungsweise denen Impulse gegeben haben, wie Flächensparen aussehen kann, welche Kriterien dort angesetzt werden könnten. Was macht denn dann heute den Erfolg einer Wirtschaftsförderung aus? Gibt es so ein Ding, wo Sie sagen, hey Leute, macht das, das funktioniert, wir haben es gezeigt? Sie meinen jetzt in Bezug auf die Unternehmen vor Ort, also Thema Bestandspflege, wie wir es vorher gehört haben? Ja, also die Motivation zum Beispiel. Der Unternehmen? Gibt es etwas, was Sie gemacht haben, wo Sie sagen, das lässt sich wirklich gut nachahmen? Also das ist das Thema Kommunikation. Da kann man vielleicht auch so, ja, kann ich ein bisschen erzählen, wie alles begann bei uns. Also einfach das Thema auch in die Region zu tragen und dort ja eine deutlichere Sichtbarkeit zu schaffen. Also wir haben beispielsweise einen Nachhaltigkeitsatlas als, sage ich mal, so erstes Großprojekt installiert. Da haben wir gute Beispiele gesammelt aus der Region, also sowohl die Unternehmen, aber wir haben auch die Experten aus der Region sichtbar gemacht und einfach so eine Art Nachschlagewerk mal aufgesetzt. Das war auch ein Projekt, das haben wir zusammen mit der Bertelsmann Stiftung umgesetzt. Die haben zeitgleich ein bundesweites Projekt verwirklicht und das war ein guter Weg, sich erstmal zusammenzusetzen und zu überlegen, was bedeutet denn nachhaltiges Wirtschaften auch für eine Wirtschaftsförderung für die Unternehmen hier in der Region, weil wir eben nicht nur für eine Kommune zuständig sind. Also das heißt, wir haben eine ganze Region, die wir betreuen müssen, dort auch verschiedene Akteure, die wir zusammenbringen müssen. Also wir haben da kein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, sondern einfach ein gemeinsames Verständnis. Und was vielleicht aber schon dazugehört, also die Region hat sich, ich glaube, 2012 schon ein regionales Klimaschutzkonzept gesetzt. Das war natürlich einer der Meilensteine. Die Stadt Augsburg war ja ausgezeichnet 2013 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für den Prozess der lokalen Agenda 21. Das war sicherlich auch so eine Landmarke, die viel Sichtbarkeit erzeugt hat und auch bei uns Themen angeschoben hat. Also wir sind so vor gut 10 Jahren über ein Forschungsprojekt auch mit sehr vielen Akteuren in der Region in Kontakt gekommen und haben gemerkt, okay, da ist was da. Es gibt sowohl Experten, es gibt schon Unternehmen, die vorne weggehen. Und das war eigentlich eine gute Basis und das hilft uns natürlich heute, dass wir sagen, ja, wir sind schon seit bald 10 Jahren mit dem Thema befasst, haben aber wirklich erst vor 8 Jahren dann ein Geschäftsfeld gegründet, eben mit diesem ersten Projekt des Atlases. Und das Thema Sichtbarkeit hat sich da so herauskristallisiert als gutes Instrument, um auch ein Netzwerk aufzubauen. Damit das ist ja auch so ein Schaufenster. Ne? Genau. Man stellt die Dinge einfach aus. Aber was haben Sie für einen Eindruck zurzeit? Nimmt der Druck für Unternehmen in der derzeitigen Debatte eigentlich zu, Klimaschutz zu betreiben oder nachhaltiger zu werden oder ab? Der Druck nimmt zu. Kann ich eigentlich meine Vorrednerin da bestätigen durch die ganze Regulatorik und die Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen. Einerseits direkt, andererseits indirekt, einfach auch durch die Lieferkette wird ja das Thema Berichtspflicht auch durchgetragen. Aber gleichzeitig
sind Unternehmen im Moment schon, so erleben wir es jedenfalls, etwas gehemmt, sage ich mal, Investitionen anzugehen, Projekte anzuschieben. Also im Moment ist eine sehr abwartende Haltung auch da. Wir haben beispielsweise ein Projekt auch drei klimaneutral, eine Initiative für Klimaneutralität, beziehungsweise die dient dazu, Emissionen vor Ort zu reduzieren. Und da haben wir ja eine Gemeinschaft von insgesamt jetzt schon 26 Unternehmen gewonnen, kleine, große, jede Branche. Und wir wollten aber 100. Das Ziel lässt sich gar nicht so einfach verwirklichen tatsächlich, weil wir haben es vorher gerade schon gehört, einige große Unternehmen haben schon ihre eigene Strategie und die kleinen sind gerade im Moment ein bisschen auf der Bremse, weil ja, Interesse fürs Thema ist da, also man informiert sich, aber wirklich ins Tun kommen, da ist im letzten Jahr, würde ich mal sagen, einfach durch die Krisen, die auch die Unternehmen befassen, doch einiges ins Stagnieren gekommen. Da hatten wir zu Zeiten der Pandemie deutlich mehr Rückenwind für das Thema. Einfach bedingt durch die Energiekrise bestätigt auch das, was die Frau Ritschel bereits schon gesagt hat, dass die ökologischen Themen doch immer noch dominieren, obwohl die sozialen Themen der Nachhaltigkeit mindestens genauso entscheidend sind, auch für eine resiliente Region. Aber Augsburg, also Bayerisch-Schwäbische Metropole, 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner, belegt im aktuellen, es gibt so viele Städte-Rankings, im aktuellen Glücksstädte-Ranking den 7. Platz unter 40 deutschen Großstädten. Was haben Sie damit zu tun? Was würden Sie sagen? Wir haben ja gerade gehört, produktive Stadtzentren und so weiter. Auch das ist eine Aufgabe für Wirtschaftsförderer. Unbedingt. Da kann ich eigentlich sagen, da hängt sicherlich das Zusammenspiel auch mit den beiden Landkreisen damit zusammen, weil wir einfach ja als Region auch das Thema Leben, Wohnen, Arbeiten vermarkten. Also das heißt, wir haben eine sehr gute Lebensqualität, wir haben eine interessante Vielfalt an Unternehmen. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir nur einen einzigen Schwerpunkt hätten. Klar, es gibt einen Schwerpunkt für produzierende Unternehmen bei uns. Also das ist auch, genau so ist die Struktur der Unternehmen auch geprägt. Wir waren ja Textilindustrie, durch die Textilindustrie geprägt, hatten da schon einen strukturellen Wandel zu verarbeiten. Auch zuletzt gab es, viele Entlassungen bei großen Unternehmen, sei es Fujitsu, die ihren Standort hier bei uns geschlossen haben, aber auch Osram. Und das waren aber so Themen, die eigentlich gut verarbeitet werden konnten in der Region, weil wir gesehen haben, wir haben inzwischen sehr viele kleine Mittelständler, die dort auch das Thema Arbeitsplätzeabbau gut abfangen konnten, Fachkräftemangel. Ist ja natürlich auch ein Thema, das die Unternehmen beschäftigt und deshalb hat hier eigentlich ein ganz guter Ausgleich stattgefunden und damit werben wir natürlich auch, dass wir eine lebenswerte Region sind, wobei das haben natürlich viele Regionen in der Bundesrepublik, da sind wir sicher nicht die einzigen, aber ich denke, dass wir da ein ganz gutes Zusammenspiel geschaffen haben und da möchte ich auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass das schon sehr hilfreich sein kann, auch in einer Kooperation zu arbeiten, also kommunenübergreifend zu arbeiten und da gemeinsam die Stärken herauszustellen. Also das, was es in der Stadt gibt, im Ballungsraum, Forschung, Unternehmen, Anzugspunkte, Einkaufsmöglichkeiten, so gibt es einfach die Freizeitmöglichkeiten auch in den Landkreisen und die Pendlerströme, die bestätigen uns da auch. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, freut mich sehr, wenn es viele Fragen gibt, gehen wir aber erst noch einmal zu Krishan Gairola, weil am Ende geht es ja eigentlich darum, dass es nicht nur den Unternehmen gut geht, sondern alle profitieren, also die Gesellschaft. Das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass Unternehmen auch die Verkehrswende mitdenken, sich, weiß ich nicht, für einen Straßenbahnanschluss oder so einsetzen. Wo steht Deutschland da? Ist das bisher eher so ein Stückwerk oder würden Sie sagen, doch, Deutschland ist da schon besser, weiter? Also es gibt durchaus eine ganze Menge von Unternehmen, die sich dafür interessieren, wie ihre Wirkung in die Gesellschaft ist. Also die Gemeinwohlunternehmen sind ja ein gutes Beispiel dafür. Die gucken sich genau an, was sind unsere Berührungsgruppen, mit wem haben wir eigentlich alles zu tun in unserer Umgebung, unsere Mitarbeitenden, unsere GeschäftspartnerInnen und so weiter. Und welchen Einfluss haben wir da eigentlich? Wie können wir da kooperieren, Nachhaltigkeit voranbringen? Und das sind noch häufig auch eher kleinere und mittlere Unternehmen, aber wir sehen auch, dass sich das ausweitet, dass es da auch andere Unternehmen inzwischen darunter sind, wie VD beispielsweise, bekannte Outdoor-Ausrüster, selbst hier in Hamburg der Bundesliga-Verein St. Pauli, aber auch viele oder immer mehr kommunale Unternehmen. Und das, finde ich, ist auch ein spannender Bereich, gerade auch für die Wirtschaftsförderung oder die Kommunen da vielleicht auch
stärker drauf zu gucken, weil da haben sie natürlich nochmal einen größeren Hebel bei den kommunalen Unternehmen. Und das machen auch einige Kommunen schon gezielt. Also vielleicht hilft ja auch Druck aus der Zivilgesellschaft. Welche Rolle sehen Sie bei der Zivilgesellschaft und wie können auch Wirtschaftsförderer, Förderinnen mit vielleicht Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten? Was würden Sie sagen? Wie wichtig ist das? Ja, da hatte Frau Wagner-Endres das vorher eigentlich schon ganz schön herausgearbeitet, dass es hilft, wenn die Wirtschaftsförderung eben vielleicht weniger auf das Monetäre guckt, sondern mehr auf den Nutzen fürs Gemeinwohl. Was bringen denn, was können Akteure dazu beitragen? Und dann weitet sich automatisch der Blick von Unternehmen eben auf weitere Akteurinnen und Akteure, seien es jetzt Energiegenossenschaften, Initiativen beispielsweise für Integration, oder solidarische Landwirtschaftskooperativen und so weiter. Da gibt es ja viele tolle Ansätze, die im Prinzip so im Grenzbereich zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft unterwegs sind und die quasi nicht über den Umweg Geld oder Steuereinnahmen dann fürs Gemeinwohl sorgen, sondern direkt. Und wenn man das messbar macht als Wirtschaftsförderung, dann hat man gleich ein viel größeres Einzugsgebiet, Portfolio, wie auch immer man das nennen soll, und bezieht auch die Zivilgesellschaft gleich viel stärker mit ein. Städte und Gemeinden sollten auch beginnen, die Regionalwirtschaft systematisch zu stärken. Das schrieb Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie unlängst in der Taz. Der schlug zum Beispiel vor, ein Bündnis für regionale Beschaffung, also wo dann Kommunalverwaltung, Krankenhäuser, Stadtwerke, Diakonisches Werk oder Universitäten zusammengehen. Ist das ein guter Weg? Ja, das wäre wünschenswert. Da steht noch so ein bisschen die Regulatorik im Weg. Man kann nicht einfach sagen, in der Ausschreibung, das soll regional sein. Da kann man so ein bisschen über die Entfernungen tricksen. Aber man kann natürlich helfen, Strukturen aufzubauen. Zum Beispiel gerade für kleinere regionale Unternehmen Vermarktungsstrukturen mit aufzubauen oder auch die Sichtbarkeit zu erhöhen, was wir schon vorhin auch gehört haben bei Frau Haug. Das braucht natürlich so kleinere regionale Unternehmen viel stärker noch als die größeren. Und da gibt es auch tolle Ansätze für Regionalvermarktungsstrukturen, die aufgebaut wurden. Also in dem Bereich dann eher so im Sinne von Unterstützungsangeboten. Und natürlich ja auch so Schulverpflegung beispielsweise. Also da kann man schon auch einiges machen. Vielen Dank. Anja Ritschel, wollen Sie kurz zwischendurch, Sie hatten sich auch gemeldet, noch etwas sagen? Ja, das hat mich jetzt gerade so angeregt, also bei der Frage regionale Beschaffung und wie kriegen wir Dinge auf die Schiene und Regulatorik steht dem entgegen. Mir ist da ein Stichwort eingefallen. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Aufgabe von Wirtschaftsförderung, nämlich Netzwerke zu knüpfen und Netzwerke herzustellen. Also das stellen wir jedenfalls immer wieder fest, dass es, wenn ich das zum Beispiel im Gewerbegebiet selber mache, das war unsere Erfahrung mit einem Gebiet, wo wir tatsächlich mit Klimamanagement gearbeitet hatten, die Unternehmen kannten sich zum Teil selber nicht gegenseitig. Also da sitzt dann drei Grundstücke weiter ein Unternehmen, mit dem ich vielleicht sogar kooperieren kann, aber es war bislang nicht bekannt. Und dann gibt es das Netzwerktreffen und dann stellt man fest, oh ja, wir haben die gleichen Probleme oder wir müssen tatsächlich mal das Gleiche beschaffen. Und auf dieser Ebene ist das alles dann schon wieder viel einfacher, als wenn man es noch viel größer denkt. Und im Kleinen fängt es dann gut an. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als Wirtschaftsförderung übernehmen müssen. Und das zweite Stichwort, was ich unbedingt noch unterbringen will, weil vorhin ja auch so eine Grafik kam in dem Eingangsstatement, was sind so die Zukunftsthemen und was wird Wirtschaftsförderung auch in den nächsten Jahren beschäftigen? Ich glaube ziemlich sicher, ich würde jetzt mal drauf wetten, dass im nächsten Ranking das Thema Fachkräfte ganz, ganz, ganz weit oben ist. Und diese Fachkräfte sind natürlich zum einen rar, aber gerade darum gucken die auch genauer hin, wo kann ich denn gut arbeiten? Und da haben wir so eine Schnittstelle zwischen Ökonomie, Ökologie, sozialen Aspekten. Und ich glaube, da ist auch ein Ansatzpunkt für Unternehmen, die feststellen, ja, es ist nicht mehr selbstredend, ich biete einen Arbeitsplatz an und 20 Leute stehen Schlange, sondern da kommen vielleicht drei und die fragen dann aber, ja, aber wie sieht es denn hier aus und was macht ihr denn für Produktion und ist das denn auch nachhaltig und kümmert sich dieses Unternehmen auch um den Klimaschutz? Und ich glaube, das Thema Fachkräfte ist eins, was uns jedenfalls schon sehr beschäftigt, aber
zahlt nochmal zusätzlich ein auf all das, was gerade in Bewegung ist in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftens. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, hier kommen jetzt Fragen aus dem Publikum und wir machen das hier über den Chat. Ich glaube, es wollte sich jetzt niemand direkt melden. Deshalb fangen wir an mit einer Frage von Carla Schulte-Fischedick. Apropos Flächen, inwieweit wird dabei auch die möglichst geringe Versiegelung als Kriterium angesetzt? Wer möchte dazu etwas sagen? Anja Ritschel, bitteschön. Ja, also spielt tatsächlich bei uns eine große Rolle, weil wir die Flächen ja auch nicht meistbietend vergeben. Wie gesagt, ich erwähnte schon, wir vergeben eigentlich auch lieber im Erbbaurecht und dann lässt sich vertraglich einiges regeln. Ich glaube, gerade für das Thema Gewerbe- und Industrieentwicklung spielt dieses Stichwort Brownfields eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben da jetzt gerade einiges in der Pipeline in Hannover. Ich war auch gerade letzte Woche auf einer Veranstaltung mit diversen Projektentwicklern, die sich da auch schon sehr aktiv auf den Weg machen. Ich glaube, das ist auch noch ein weiterer ganz zentraler Baustein, wo man aber merkt, es braucht auch viel mehr Unterstützung noch zum Thema Altlastensanierung. Also nur der Hinweis auf irgendwer ist früher mal schuld gewesen und deswegen ist das dann irgendwie zu handeln. Das funktioniert nicht. Das braucht jetzt, glaube ich, mehr. Und da ist, glaube ich, Nordrhein-Westfalen auch schon ein bisschen weiter, weil die auch ein bisschen gebeutelter sind, was Altlasten anbelangt. Also das ist jedenfalls, was bei uns quer liegt. Und weil ich gerade so schön dran bin, würde ich noch erwähnen wollen, Brownfield allein macht aber natürlich noch keine nachhaltige Flächenentwicklung aus. Diesen Diskurs habe ich dann auch geführt, sondern die Frage, was wird dann konkret gebaut und was befindet sich dann in dem Gebauten für ein Unternehmen? Erst dann wird die Sache rund, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Vielen Dank. Wir haben Sandra Wagner-Endres dazu geholt. Und die nächste Frage geht deshalb an Sie. Die knüpft direkt an, kommt auch von Carla Schulte-Fischedick. Was würden Sie den Wirtschaftsförderungen vorschlagen? Wie kann man verhindern, dass weiterhin fruchtbares Ackerland zu Gewerbegebiet umgewandelt wird? Ja, das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, ne, in der Gesamtstadt, weil Wirtschaftsförderung, Stefanie Hauck hat es gerade auch schon gesagt, sind ja nicht alleine dafür verantwortlich, wie Flächen auch entwickelt werden, sondern das ist ja ein komplettes Stadtentwicklungs- oder auch ein kommunales Thema, das man eben auch mit den Stadtentwicklern abgleichen muss und dann die entsprechende in der entsprechenden Flächennutzungsplanung auch vorsehen. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Also dass eben auch Wirtschaftsförderung eine gesamtstädtische Aufgabe ist und dass man da auch gemeinsam möglichst an einem Strang ziehen muss und sich auch einig sein muss darüber, wie man mit den kostbaren Gut der Fläche und mit dem kostbaren Gut des Bodens umgehen muss, weil der ist eben ja nicht vermehrbar. Den hat jede Kommune nur einmal. Und darüber muss man sich, glaube ich, klar sein, wenn man dann über solche Entwicklungen spricht. Und was ist genau mit Brownfields gemeint? Da kommt hier eine Frage. Gute Frage, weil ich glaube, es gibt keine ganz offizielle Definition, aber im Prinzip die Abgrenzung zum Greenfield, also zum Bauen auf der grünen Wiese, Flächen, die ja brach liegen, aber schon mal industriell, gewerblich genutzt wurden und insofern auch in der Regel eine mehr oder weniger starke Vorbelastung haben und so in den, ich sag mal, Flächenkreislauf auch wieder reingebracht werden können. Und jetzt kommt eine Frage, die hat auch was mit Fläche zu tun, aber wie schafft man es auch als Wirtschaftsförderung, eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätsentwicklung hinzubekommen? Gibt es dafür schon gute Praxisbeispiele? Wer weiß was? Stefanie Hauck. Ja, wir haben auch das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement ja als eines der Schwerpunktthemen im Bereich nachhaltiges Wirtschaften identifiziert, weil es einfach das Thema ist, das eigentlich alle Unternehmen jeder Branche betrifft. Also nicht nur die Produzierenden, die vielleicht viele Mitarbeiter haben, sondern auch ja die Softwareunternehmen mit 30, 40, 50 Mitarbeitern. Das ist tatsächlich der Hebel, den alle Unternehmen haben, um ihre Emissionen zu senken. Deshalb haben wir es auch aufgenommen als Thema. Es ist gar nicht so einfach, dort eine kooperative Lösung anzustoßen. Also wir sind jetzt dabei, oder sagen wir so, der Landkreis Augsburg mit einem Pilotprojekt, mit einer Mitfahrplattform, die von der Kommune gesteuert auch an Unternehmen, aber eben auch Vereine herangetragen werden soll, ist quasi so ein gemeinschaftliches Projekt. Und die Idee ist jetzt, das auch
auf die ganze Region zu übertragen. Aber eben, da müssen sich wiederum alle einig sein, würde aber einen größeren Hebel natürlich erzeugen. Also da steht schon immer das Thema Kooperation und alle ziehen an einem Strang im Mittelpunkt. Das sind aber so Ideen, die bereits, naja, an der Umsetzung dran sind. Es gibt aber auch, es gab schon Vorstöße, Gewerbegebiete mit einem Mobilitätskonzept oder mit einer eigenen Mobilitätsaktivität zu bespielen. Da war es aber bislang so, dass uns eigentlich die Pandemie dort ausgebremst hat. Also erst in den letzten, sage ich mal, 1,5, 2 Jahren sind die Unternehmen so weit, dass sie sich überhaupt wieder damit befassen, weil sowas wie Fahrgemeinschaften oder vermehrt wieder ins Büro zurückkommen, das spielt erst wieder so seit ungefähr 1,5 Jahren eine Rolle. Beziehungsweise jetzt haben es die Unternehmen wieder auf dem Schirm. Insofern ist da jetzt noch kein ganz gutes Beispiel. Es gibt die ersten Vorstöße, es gibt sehr willige Unternehmen, aber da ist es eben unsere Aufgabe, wir haben es gerade schon gehört in Hannover, die Netzwerke auch zu schaffen, die Unternehmen zusammenzubringen. Ich kann es komplett bestätigen. Nur weil Unternehmen im gleichen Gewerbegebiet sitzen, heißt das noch lange nicht, dass dort eine Verbindung besteht. Und dort eben Standortinitiativen anzuzetteln oder Netzwerke zu bestärken, das ist eigentlich der erste Schritt, mit dem man dann auch starten kann, solche Themen anzugehen. Hier kommt ein Hinweis von Vanessa Weiß, was die Wirtschaftsförderung Frankfurt macht. Die bietet nämlich eine kostenlose Erstberatung an. Die Beratung richtet sich an alle Frankfurter Unternehmen, wie man mit der Elektromobilität umgehen kann. Ich glaube, wäre das etwas, was man den Wirtschaftsförderinnen grundsätzlich empfehlen sollte? So eine Erstberatung von Unternehmen zu machen, hier ist die Elektromobilität, das können Sie tun? Anja Ritschel. Also es machen wir sozusagen im Rahmen unserer allgemeinen Beratung schon. Also wir haben das Thema Elektromobilität insgesamt für die Stadt sehr, sehr hoch gehängt, auch mit diversen Förderprojekten, zuletzt Hannover Stromat, was so in den öffentlichen und halböffentlichen Raum geht. Das funktioniert gut. Ich glaube, es funktioniert auch vieles gut, was Stefanie Haug gesagt hat, jetzt unternehmensbezogen. Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, gerade die größeren, die, ich sage mal, ein Jobticket anbieten oder das Thema Jobrat nimmt immer mehr Fahrt auf. Wir haben hier auch Unternehmen, große Unternehmen, die sich aktiv darum bemühen, dass bei ihnen jetzt noch ein Stopp vom ÖPNV angeboten wird. Ist manchmal das Problem, wenn die im Schichtdienst arbeiten, dann gibt es irgendwie 4-mal am Tag einen großen Schwung und danach ist nichts mehr. Das ist für den ÖPNV immer ein bisschen schwer mit einzuplanen. Aber ich will auch mal kritisch sagen, es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Nun haben wir ja in Hannover, wer es vielleicht sogar aus Funk und Fernsehen kennt, eine sehr zugespitzte Diskussion um das Thema in Anführungsstrichen autofreie Innenstadt und die Frage, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und wo wir natürlich immer wieder auch Überzeugungsarbeit ganz anderer Art leisten müssen, ist mit dem Handwerk, die Sorge haben, komme ich denn mit meinem Fahrzeug, wenn ich dann irgendwie das Fensterglas auswechseln soll, noch überhaupt irgendwo hin und darf ich da mein Auto abstellen? Das lässt sich noch relativ leicht ausräumen. Aber die Diskussion um, lebt der Einzelhandel eigentlich davon, dass Parkplätze vor der Haustür sind und man zwingend mit dem Auto erreichbar sein muss, ist auch nach vielen Jahrzehnten noch nicht ausgeräumt, obwohl die Studienlage eigentlich sehr eindeutig ist. Und auch das ist Wirtschaft. Und auch darum muss sich dann Wirtschaftsförderung kümmern, darauf gute Antworten zu finden oder die AkteurInnen zumindest gut einzubinden. Ja, und dann gibt es noch eine Aufgabe, auf die weist Ingeborg Peine hin. Die sagt nämlich, wir haben sehr viel über das städtische Umfeld gesprochen, aber wie kann auch der ländliche Raum bzw. das Umland nachhaltig entwickelt werden, um so zum Beispiel auch den Verkehr durch Pendlerinnen zu beeinflussen? Christian Gairola, was sagen Sie? Und eigentlich doch zu dem Thema davor was sagen, aber ich glaube, das passt sowohl für die städtischen als auch die ländlichen Regionen. Also ich glaube, es kommt immer auch sehr auf die Reihenfolge an. Erstmal müssen die Angebote geschaffen werden vor Ort, also zum Beispiel durch ein Stadtlogistikkonzept, wo man erstmal Lieferzonen schafft, alternative Mobilitäts-, also Logistikinfrastrukturen aufbaut, auf Lastenradbasis beispielsweise. Und wenn das alles da ist, dann kann man natürlich auch gucken, dass man vielleicht Bereiche autofrei macht. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist der Wiesbaden. Die haben da so eine Strategie entwickelt und sind dabei, das umzusetzen. Es ist jetzt wieder eine größere Stadt, aber im
kleineren lässt sich das vielleicht auch auf dem Land umsetzen. Oder wir sind zum Beispiel gerade dabei, das Amt Amrum-Föhr, das ist eine Insel, das ist vielleicht auch ein bisschen, oder es sind zwei Inseln, überschaubarer, da lassen sich solche Dinge auch ganz gut umsetzen. Also da gibt es auch eine Lastenradförderung beispielsweise. Haben jetzt noch keine Mobilitätshubs oder dergleichen, aber oder solche, dass man Carsharing aufbaut, was sowohl Unternehmen als auch Privatleute da nutzen können. Das sind schon so Ansätze, die man auch im ländlichen Bereich dann nutzen kann. Hier gibt es eine Frage, interessiert viele. Wie können zivilgesellschaftliche Initiativen lokale Unternehmen beim Umschwung zum nachhaltigen Wirtschaft unterstützen? Hinweis, ohne große finanzielle Mittel und politische Macht. Christian Gairola, weil wir gerade bei Ihnen sind, das ist eine Frage, die geht wirklich an Sie. Jetzt, ich hätte den Anfang nicht ganz mitbekommen. Können Sie es nochmal? Wie können zivilgesellschaftliche Gruppen Unternehmen zu einem Umschwung bewegen? Wohlgemerkt, die haben meistens wenig Geld und vielleicht auch nicht so viel politische Macht. So, die drei Schritte, was kann man da tun? Also Sie können natürlich versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Also ich meine, es gibt ja auch über Bürgerinitiativen beispielsweise, was durchaus erfolgreich sein kann. Das ist vielleicht so der direkteste Weg. Als jetzt, dann gibt es aber auch in Kommunen teilweise Foren, in die man sich mit einbringen kann. Also Netzwerke, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Klar, da sind dann auch schon die Unternehmen drin, die da vielleicht besonders Interesse haben. Aber wo Unternehmen und Zivilgesellschaft zusammenkommen, wo man gemeinsam planen kann. Also im besten Fall gibt es eben auch Prozesse, wie beispielsweise Strategieentwicklungsprozesse, wo man mit eingebunden wird. Und sobald die Menschen mal zusammenkommen und die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, dann tun sich da auch Türen auf. Man findet eigentlich auch mal viele Gemeinsamkeiten. Aber also diese Möglichkeiten müssen halt auch da sein. Achim Specht hat eine Frage. Wir sprechen viel von Neuansiedlungen. Gibt es gute Beispiele, wo in bestehenden Gewerbegebieten durch Optimierungen Flächen für Neuansiedlungen freigezogen wurden? Wie ist das in Hannover? Ja, ich kann nur berichten, es hat bislang nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Woran liegt es? Das ist auch eine sehr ehrliche Antwort. Also wir haben dieses Gewerbegebiet Klimalist, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wo wir wirklich sehr erfolgreich waren im Hinblick auf Vernetzung, im Hinblick auf Klimaschutzmaßnahmen. Es hat sich da jetzt auch ein Verein gegründet, die dieses Netzwerk ohne städtische Beteiligung sozusagen fortführen. Alles sehr fein. Aber unser Ansatz war eigentlich ursprünglich, wir hatten auch das Gefühl, dass es da Flächen gibt, die untergenutzt sind. Ob es nicht gelingt, mit den EigentümerInnen ins Gespräch zu kommen und möglicherweise auch zu tauschen und zu sagen, Mensch, ihr braucht doch eigentlich weniger, ne? Ihr habt einen Benefit, wenn ihr einen Teil auch eures Grundstücks abgebt und wir schichten um. Das ist wie Puzzlespiel, nur mit irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 25.000 Teilen. Und am Ende scheitert es dann doch, weil so ein Ringtausch nicht ohne weiteres zu gewährleisten ist. Vielleicht, also ich glaube sicher, dass das geht, aber dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, haben wir auch nur begrenzte Ressourcen als Wirtschaftsförderung. Und wenn das zu kleinteilig wird und wenig Aussicht auf Erfolg hat, dann mussten wir uns geschlagen geben. Wir versuchen es beim nächsten Mal auch wieder, aber ich finde den Ansatz nämlich genau richtig, weil auch das sehen wir. Wir haben wenig Flächen, wir haben auch einen echten Notstand bei Gewerbe und in manchen Bereichen denke ich, Mensch, das könnten wir besser machen, das würde man heute anders planen, wenn man es neu entwickeln würde. Aber Bestand umzuswitchen ist eben auch wieder anstrengender als ganz neu auf dem Reißbrett etwas zu entwickeln. Es gibt noch eine ganz spezielle Frage an Hannover von Klaus Schäfer von der Hochschule Bremen. Der fragt nämlich, ob Sie schon versucht haben, Betriebe wieder zurück in die Stadt zu holen. Das wäre dann die Politik der kurzen Wege wahrscheinlich. Nee, ich ahne sozusagen, worauf das hinausläuft. Ich kann es aber jetzt nicht quantifizieren, welche Unternehmen sich womöglich mal, ich sag mal, in der Region oder noch weiterentwickelt haben. Wir versuchen schon genau diese nutzungsgemischte Stadt auch zu leben, versuchen jetzt auch gerade wieder
mehr auch für, ich sag mal, kleinteiliges Gewerbe und Handwerk Flächen anzubieten. Also es ist natürlich schon das Bestreben, auch solche Betriebe in der Stadt zu halten oder sie wiederzugewinnen. Aber ich könnte jetzt keine Quote nennen, wie viel haben wir wieder gewonnen und umgekehrt aber möglicherweise auch an das Umland verloren, weil wir eben schlicht nicht genug Fläche anbieten konnten. Sandra Wagner-Endres, da gibt es noch ein Spezialproblem. Das kommt hier von Jasmin Jakob-Funk. Die sagt, wie wird damit umgegangen, dass die Unternehmen zur Transformation ihrer Wirtschaftsweise Gewerbeindustrieflächen benötigen, um temporär beide Wirtschaftsweisen durchzuführen, zum Beispiel Automobilindustrie von Verbrenner zum E-Auto mit Batterieherstellung? Ist natürlich ist eine interessante Frage. die sicher auch nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Aber ich glaube, dass man, dass es bei der Flächenfrage da grundsätzlich, also von kommunaler Seite aus zumindest, ne, da kann ich jetzt erstmal von der Seite nur schauen, dass es da wichtig ist, das durchzusetzen, was Anja Ritsche aus Hannover sagte. Man muss einfach konsequent im eigenen Instrumentarium sein und auch konsequent in der eigenen Strategie. So, und das heißt, die Flächen eben nicht, also nicht einfach zu verscherbeln, weil jemand noch mehr braucht, sondern auch genau hinzuschauen, wofür. Und kann man nicht auch mit den Flächen, die schon da sind, kann man die nicht auch effizienter nutzen oder auch anders gestalten? So. Man braucht ja auch immer Geld, ne? Und eine Frage ist hier, auf welche europäischen Finanzmittel können sich deutsche Kommunen für nachhaltiges Wirtschaften bewerben? Gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Kürzung des Haushalts 2025. So, wer hat eine Spardose? Wer kann dazu was sagen? Stefanie Haug, können Sie was dazu sagen? Ich kann vielleicht was zum aktuellen Förderprojekt sagen, das wir vom Freistaat Bayern gefördert bekommen. Das ist vielleicht jetzt nicht, beantwortet vielleicht die Frage nur so halb, aber das hilft uns mindestens nochmal an das Thema Grundlagenarbeit auch ranzugehen. Wir haben jetzt zusammen mit der Technischen Hochschule Augsburg ein Projekt gestartet, das nennt sich Nachhaltigkeitsmonitor. Und hier möchten wir einfach nochmal herausfinden, wie engagiert sind denn Unternehmen wirklich in Sachen nachhaltiges Wirtschaften in unserer Region? Wo gibt es denn vielleicht Lücken und wo sind wir besonders stark? Wo können wir als Wirtschaftsförderung auch noch weiter unterstützen? Gibt es beispielsweise Themen wie Unternehmenskultur, Diversity oder Wassernutzung, Abwassernutzung oder Abwasserrückführung, die vielleicht unterrepräsentiert sind? Also das ist so ein Weg, wo wir mit Fördermitteln tatsächlich nochmal die Grundlagen checken möchten und dort wissen möchten, wo wir oder auch andere Akteure aus der Region nochmal aktiv werden müssen. Und da sind jetzt so die ersten Ergebnisse so langsam da. Wir haben festgestellt, dass natürlich besonders diejenigen Unternehmen geantwortet haben, die auch schon aktiv sind. Das wird wahrscheinlich die Herausforderung, dann im zweiten Umlauf zu sein, auch nochmal die zu motivieren, sich hier zu äußern, die vielleicht noch gar nicht so viele Aktivitäten haben, aber es ist also ganz explizit nicht die Frage danach, wie nachhaltig sind die Unternehmen, sondern wie nachhaltig engagiert sind die Unternehmen. Das ist vielleicht so zum Thema Förderprojekte oder wie kann Wirtschaftsförderung hier über Förderungen noch weitergehende Projekte anstoßen. Vielen Dank. Klaus Schäfer nochmal von der Hochschule Bremen. Er sagt, Wohnen mit Kindern in die eindimensionalen Einkaufszonen der Innenstädte wieder zu integrieren, das könne auch eine Art lokale Wirtschaftsförderung sein. Wir landen also eigentlich wieder bei diesem Konzept, wie können wir die Städte insgesamt uns anschauen. Gibt es das, sagen wir, in Hannover schon? Ja, die Diskussion gibt es auf jeden Fall, denn also Hannover beschäftigt sich wie wahrscheinlich die meisten Großstädte damit, wie geht es mit der Innenstadt weiter. Wir haben jetzt eigentlich noch ganz gute Verhältnisse, keinen strukturellen Leerstand, aber natürlich könnte vieles besser sein. Und nebenbei wollen wir ja auch noch ein bisschen Klimawandelanpassung betreiben, weil die Innenstädte explizit zu heiß sind, zu stark versiegelt. Also das heißt, wir haben mit einem Innenstadtkonzept jetzt an vielen Stellen gebohrt. Also nicht nur das Thema Mobilität, sondern eben auch mehr Grün in die Stadt, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Kultur. Und das Thema mehr Wohnen kommt dann auch da rein. Man muss
ehrlicherweise sagen, das hat dann irgendwann auch Grenzen, weil es einfach auch um sowas wie Lärmschutz geht. Also eine gewisse Mischung funktioniert, irgendwann funktioniert es dann nicht mehr. Das ist immer gerne mein Thema, wenn wir über das Thema Gewerbe und Handwerk sprechen, die sich auch ungern rausdrängen lassen wollen, was ich sehr richtig finde, weil dann auch eben Arbeiten und Wohnen stärker zusammenliegt, aber wo eben bei bestimmten Betrieben es dann eben auch objektive Grenzen hat. Aber das Thema, überhaupt mehr Menschen wieder in die Innenstädte zu bringen, ist also für die großen Städte gesprochen, jetzt sind wir wieder nicht im ländlichen Raum, auf jeden Fall etwas, was total spannend ist, aber gar nicht nur so unter dem Gesichtspunkt Wirtschaftsförderung, sondern im ganz klassischen Sinne in Stadtentwicklung. Wir haben hier eine Handmeldung. Thomas Müller hat sich gemeldet. Wenn wir ihn auf die Bühne holen können, ganz wunderbar. Aber erst können wir noch zu einem Hinweis auf eine ganz aktuelle Meldung von heute, nämlich Katjes hat geworben, damit klimaneutral zu produzieren. Und heute hat, ich glaube, es war der Bundesgerichtshof, gesagt, so geht das nicht, denn da ist eigentlich nur kompensiert worden. Nun ist die Frage, machen das andere Unternehmen auch so? Und daran knüpft ja eigentlich an, wie weiß man eigentlich, ob so ein Unternehmen tatsächlich klimaneutral ist? Christian Gairola. Ja, ich glaube, das wird insgesamt schwieriger werden. Und letztendlich, denke ich, ist es auch eine ganz gute Bereinigung, weil das hat so ein bisschen um sich gegriffen. Man kann einfach wenig Geld kompensieren. Und letztendlich ist da vielleicht gar nicht so viel dahinter, dass das Unternehmen wirklich klimafreundlich wirtschaftet. Und auch die EU zieht ja die Zügel an mit der Green Claims Directive, dass man nicht mehr so einfach Dinge behaupten kann oder irgendwelche Siegel sich ausdenken kann. Das heißt, es wird alles strenger werden. Und dann muss man eben mehr ins Eingemachte und tatsächlich in die Klimabilanzen, Ökobilanzen vorlegen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Und ich denke mal, gerade kleinere, mittlere Unternehmen, die können da auch ganz gut Unterstützung gebrauchen. Vielen Dank. Offenbar braucht es ja ganz grundsätzlich noch eine große Sensibilisierung überhaupt für das Thema Klimaschutz in Unternehmen und Kommunen voranzubringen. Jetzt fragt jemand, wie kann es sein, dass kleine Gemeinden im ländlichen Raum heute noch klassische Gewerbegebiete ausweisen, immer noch mit der Argumentation, dann haben wir was, wenn mal eine Anfrage kommt. Wie kann man die Verwaltung da sensibilisieren? Sandra Wagner, Endres, Sie müssen mehr Umfragen machen oder wie geht das? Ja, vielleicht. Vielleicht würde das auch helfen. Vielleicht müssen auch noch mehr Kommunen zu uns ins DIFO kommen, zu unseren Fortbildungen, Veranstaltungen oder hier an solchen tollen Formaten wie dieser Veranstaltungsreihe teilnehmen, um da auch sensibler zu werden. Und ich glaube, ich kann mich da wiederhole mich jetzt leider an dieser Stelle wieder, weil das Gut Boden ist einfach nicht vermehrbar. Und das ist, glaube ich, einfach gar nicht schwer letztlich zu verstehen. Aber wir sind natürlich, oder die Kommunen haben natürlich das Problem nach wie vor, dass sie von auch von steuerlichen, von der Gewerbesteuer natürlich abhängig sind und damit auch darauf setzen müssen, dass sie natürlich auch Wirtschaft vor Ort haben, die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer und so weiter auch beitragen und sie damit natürlich auch lebensfähig sind. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir kommen schon zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Vielen, vielen Dank für Ihre vielen Fragen und die Teilnahme. Anja Ritschel, wenn es dann irgendwann mal unter diesen vielen Städterankings ein Städteranking zur klimaneutralen Wirtschaft gibt, wie wird Hannover da abschneiden, sagen wir 2030? Platz 1? Ja, sowieso, natürlich. Ich bin Lokalpatriotin, daran arbeite ich. Bis 2030 bin ich gewählt, da muss ich ja was vorzuweisen haben. Nein, aber mir wäre fast lieber, Hannover ist 2018 mal zur nachhaltigsten Großstadt Deutschlands gekürt worden. Und wenn wir das in 2030 mit entsprechend mehr Substanz und Klimaneutralität wieder weiter unterlegen können, dann wäre das eigentlich mein Lieblingsranking, wo ich uns ganz oben sehe. Wunderbar, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Stefanie Haug, Ihr ultimativer Tipp an alle Wirtschaftsförderungen in einem Satz. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken und sichtbar machen. Also das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, das, was man als das To-Do sehen muss. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass Unternehmen
zukünftig auch ihre Geschäftsmodelle hinterfragen. Also auch das ist ein Thema für uns als Wirtschaftsförderungsunternehmen, da aufmerksam zu machen. Wir hatten es mit der GWÖ, einfach dort immer eine Offenheit auch zuzulassen, sich zu hinterfragen, kann ich in 10, 20 Jahren noch so wirtschaften, wie ich es heute tue? Das ist auch unsere Aufgabe. Vielen Dank. Dann müssen wir Christian Gairola fragen, das Geschäftsmodell der Zukunft heißt wie? Erfolg nicht mehr primär an Geld, an monetären Dingen messen, sondern eben am Beitrag zum Gemeinwohl. Und das sollte natürlich im besten Fall auch belohnt werden. Das heißt, wir brauchen natürlich auch eine andere Messung auf Bundes- oder auch größerer Ebene. Wir hatten das ja vorhin schon mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das würde das Ganze natürlich noch mal weiter befördern. Vielen Dank. Und Sandra Wagner-Endres, wann wird Deutschland sagen können, geschafft, Unternehmen und Kommunen, Sie sind alle auf Klimakurs? 2028, 2030, 2050. Nie gilt nicht. Am liebsten so schnell wie möglich. Ich glaube aber am realistischsten, dass wir da am weitesten kommen, ist doch wahrscheinlich die letzte Zahl, 2050. Aber dann müssen wir auch wirklich weit sein. Wunderbar, es gibt noch viel zu tun. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Sandra Wagner-Endres, Christian Gairola, Stefanie Haug und Anja Ritschel. Da tut sich was, es muss sich ja auch etwas tun und es lohnt sich. Der Oberbürgermeister von Cuxhaven, der Stadt, die sich mit der Energiewende wieder aufbaut, sagte der Süddeutschen Zeitung, er beobachte eine neue Haltung und meinte, wir Cuxhavener gehen jetzt aufrechter. Eine Green City gibt Zuversicht, das ist, wenn man so will, eine Rendite. Und nun, meine Damen und Herren, wie geht es weiter mit dieser Reihe Green Cities, allem, was hier debattiert, entwickelt, erarbeitet worden ist? Das sagen Ihnen jetzt nochmal Ulrike Wolf und Sabine Drewes. Und ich sage schon mal, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitdenken, auch mitdiskutieren. Und jetzt Sabine Drewes und Ulrike Wolf, bitteschön. Tschüss.